Kommt noch so Dünnschiss raus. Und das ist die genau. Küche oder was? Ja. Der dominante Christian Grey. Hallo. Oh, ich hasse dich. Ich weine. Er verlegt heute die. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Special Guest, diesem süßen. Halt die Fresse. Fabi Wonderland, hier wie ihr sehen könnt, in diesem Bereich, den ihr eigentlich schon kennen solltet. Wenn nicht, dann seid ihr dumm. Und heute ist es ein bisschen more deep, weil... Das ist so gewohnt von mir. Ruhiger. Wie so geschaute. Weil ich gerade in Köln bin und wir waren gerade eben essen und am Rhein und dann haben wir uns ein bisschen getalkt über allen möglichen Stuff und da sind wir zu einem Topic gekommen, was wir gerne zusammen thematisieren wollen. Diskutieren wollen, wir würden unsere Gedanken austauschen. Und zwar mit euch. Zu Vorurteilen gegenüber Schwulen, Homosexuellen, whatever, was es alles dazwischen gibt. Was ist LGBTQ+, plus, whatever. Yes, ganz genau so. Schon mal im Voraus. Wir sind total open und in love mit everyone, ganz egal, wen sie lieben, was sie lieben, solange sie niemanden diskriminieren. So muss man ja auch immer hinzufügen, ne? Ja, ja, klar. Jeden und auch noch den Trump. Aber ihr wisst auch schon ganz genau, was ihr scheint. Also, ne? My love. Einstempung, aber ihr wisst ganz genau, was wir meinen. Und es gibt so Vorurteile und Labels, die uns nicht so gefallen. Und dann. Genau. Wir dachten uns irgendwie, dass es ganz cool ist, dass wir beide gay sind. Und da hat man so ein bisschen die Erfahrung. Und dann wäre das mal ganz lustig, sich über ein paar Dinge auszutauschen. Und wir schneiden das einfach irgendwie zusammen. Ja, du, ne? Also, ja, okay, ich schneide das irgendwie zusammen. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Yes! Let's just start, ne? Also, ich habe hier so einen Notizpunkt aufgeschrieben, voll die Moody. Ja, aber das ist ganz gut. Dann haben wir so ein bisschen so Structure Leitfaden. Und so. Als Notizpunkt aufgeschrieben, dieses typische, jeder hätte gern einen schwulen besten Freund. Das heißt immer so, ich hätte auch gern einen schwulen besten Freund. Und dann von Mädchen kommt das immer. Und dann ist immer die Frage so, okay, was impliziert das jetzt gleich so, wenn man sagt, einen schwulen besten Freund, was macht den so anders als jetzt ein Hetero? Ja, also ich kann es irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen verstehen. Also, ich finde, das ist so schwierig, diese Aussage. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass es voll dumm ist, wenn man irgendwie alle so über einen Kamm schert. Also ich meine, nur egal, auf wen man jetzt steht, heißt ja nicht, dass er sich für zu einem guten besten Freund oder so eignet. Aber vielleicht denken die dann auch so von wegen so, ja, er ist ein Typ, er weiß, wie Typen funktionieren, aber die Gefahr besteht nicht, dass zwischen uns, also wenn ich jetzt ein Girl wäre und du ein Boy, dass zwischen uns was passiert. Oh, jetzt habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ich weiß, aber es ist halt trotzdem so verallgemeinern. Ne? So verallgemeinern ist immer dieses, weil was ich so oft höre, ist immer so, oh, Schwule sind so toll und Schwule sind so lieb. Und so lustig. Alle Schwule sind schön. So schreckliche Menschen, die schwul sind. Also vom Charakter weil sie vom Charakter schlecht sind. Ja, genau. Nicht so, dass man kann nicht alle über einen Kamm scheren und dann nervt mich das immer. Wenn Leute sagen, Schwule sind so toll, denke ich mir so. Ich sage auch nicht Heteros. Ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht, wenn man das so anguckt. Oder Bisexuelle sind so. Nee, man sagt ja nicht so, ich hätte voll gern einen heterosexuellen Besten. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Nee. Ich fände es aber auch irgendwie eklig, wenn man so weiß, dass so seine beste Freundin, so eine gute Freundin von einem irgendwie einen nur so darauf reduzieren würde. So, du bist mein schwuler bester Freund. Das ist so, das macht man ja nicht. Oder die Leute, die das sagen, die meinen das, glaube ich, auch gar nicht so. Nee, die implizieren dann damit immer gleich jemanden, mit dem man Spaß haben kann, mit dem man gut reden kann, der einen am besten noch schminken kann, weil er gar weiß, wie man sie zu schminken hat. Und ja, genau. Also, Amy, dass der einem helfen kann bei Klamotten und shoppen und sowas, ne? Aber da waren ja auch halt nicht mehr auch nicht drauf. Alle. Nee. So sind auch nicht alle. Und so entsteht dann auch immer dieses Klischee, dieses Schwule sprechen nasal und sind so aufgetakelt und so Styly-Mayo. Ja. Und die Leute, die halt schwul sind oder was weiß ich, es gibt ja auch lesbisch oder was weiß ich, und dann eher diesen Hetero-Style haben. Es ist so dumm, dieses Schubladendenken, aber es ist ja so, ja, die fallen weil dann der ja Typ nicht so, auf. Nicht so auffällt, genau. Weil er sich halt jetzt nicht irgendwie bunt anzieht, sondern so, keine Ahnung, so einen Standard-Haarschnitt hat, den jetzt viele dann verbindet man das halt nicht. Dann verbindet der normale Mensch die Masse nicht damit. Genau, dann verbindet der die Masse das irgendwie nicht damit. Dass das auch ein Schwuler ist. Genau, oder ein Lesbe ist. Nur weil sie halt nicht so direkt auffallen als Schwuler. Das ist so dumm, das so zu sagen. Also es gibt ja so verschiedene Klischees, die wir ja auch gerade besprechen. Und wenn man Leute sieht, die diesem Klischee entsprechen, dann denkt man so, ah, okay, schwul. Aber man sieht ja nie so auf der Straße irgendwelche Leute, die so hetero-like wirken. Und man denkt so, ah, okay, schwul. Weil man es halt nicht, man sieht halt nicht an, welche Sexualität die Person hat. Ich finde, man merkt auch oft, wenn man irgendwie ein schwules Pärchen oder so sieht, dass wenn Leute über die reden, dass man immer direkt herausfinden will, wer Top oder Bottom ist oder wer die Frau oder der Mann ist. Und das kann man überhaupt nicht so sagen einfach. Ich finde das immer so, ich finde allein so dumm, dieses... Wer ist die Frau, wer ist der Mann, beziehungsweise, was bedeutet für dich, sie ist die Frau? Heißt das, sie putzt und sie steht in der Küche oder was? Genau. Weil, wenn du fragst, wer ist die Frau in der Beziehung, dann impliziert das irgendwie, dass für
dich die Frau eine bestimmte Rolle hat in der Beziehung, auch in einem heterosexuellen Paar. Ja. Da kann man direkt so drauf zurückgucken, was er für ein einfach so ein mittelalterliches Denken vorstellt. Der eine ist so und der andere ist genau, so. Genau, und es geht der eine nicht. Kümmert sich um das und macht keinen Haushalt und Küche und das und putzt und ist hier, wie nennt man das, unterwürfig. Ja, so die Wohnung. Und die andere Person ist dann hier der... Der dominante Christian Grey, hallo. Viele beziehen das auch sehr stark so auf Sex. So, ja, wer ist jetzt der Mann, wer die Frau, etc. Aber ich meine, wenn man zusammenkommt in eine Beziehung, in eine gleichgeschlechtliche Beziehung, dann ist es ja nicht so ein Vertrag oder so. Ich meine, man kann ja so, keine Ahnung, alles ausprobieren, wie man will und nicht so. Warum fragt man das? Genau, was geht die Person das auch an eigentlich? Also ich meine, ganz davon abgesehen, dass es bei jedem unterschiedlich ist und dass jeder so machen kann, wie er will. Und du kannst genauso, wenn du jetzt aufs Sexuelle gehst, kannst du alle möglichen Sachen ausprobieren und es kann sich alles variieren. Aber da denke ich mir auch manchmal so, manchmal vergessen Menschen auch, dass es Bisexuelle gibt und was weiß ich, was alles für andere Sexualitäten, die Menschen wo ich jetzt leide. Wir wissen ja genau dieses Label-Ding und es ist immer so, der ist entweder hetero oder schwul, dass manche Leute auch bi sind und auf mehrere Geschlechter stehen. Und gibt es ja alles Begriffe, mit denen ich mich gar nicht auskenne, weil ich auch ehrlich gesagt gar keine Lust habe, mir für jeden ein Label rauszusuchen. Also ich habe keine Lust, mich zu informieren, wie genau meine Sexualität heißt. Ich sage jetzt immer, ich bin schwul, weil, keine Ahnung, ich stehe halt irgendwie auf Typen, aber ob das jetzt für mich impliziert, so, ich stehe auch auf einen transsexuellen Mann. Ja. So, ist das. Darüber mache ich mir gar keinen Gedanken. Ich mache auch keinen Gedanken. So. Das ist halt so, ja, aber ist das jetzt noch schwul oder muss ich jetzt gucken? Heißt genau, das jetzt, ach heißt so, das jetzt, ja. Was ich meine, heißt ja, das ja jetzt schon wieder, dass ich keine Ahnung was künizykulü sexuell bin? Was ist das, dieses ich meine, man kann sich auch gar nicht mehr so richtig darüber unterhalten, ohne irgendwas politisch falsch zu sagen. Ja, wahrscheinlich voll der Shitstorm. Vor allem, was du auch meintest, von wegen diesem ganzen Gelabel. Nur weil man jetzt auf Typen steht oder merkt, okay, ich fühle mich, also so wie bei mir, ich fühle mich halt komplett zu Typen hingezogen, sexuell und emotional. Aber man weiß ja nie, wie es in 10 Jahren aussieht. You never know. Genau, hallo. Aber so, deswegen, als ob man direkt sich so in so eine Schublade da reinsteckt, so bam, aus und so. Man kann ja auch einfach irgendwie, keine Ahnung, so ausprobieren, gucken, wo es einen so hinleitet, ohne dass man dann direkt so denkt, oh scheiße, ich hatte mal was mit einem Typen, so als Typ und war eigentlich hetero und dann so scheiße, jetzt ist alles vorbei. Nö, man kann ja sich ausprobieren, dann merkt man so, nee, okay, ist doch nichts für mich so. Alles immer so, man will immer so viel lockerer, so kann man Stempel das drauf. Alles wird in Schubladen gesteckt, das ist einfach so und dann kommen halt auch so Fragen wie, willst du lieber eine Frau sein, weil ich jetzt ein Typ bin, der sich schminkt und so feminin anzieht und dann denke ich mir so, erstens geht's dich gar nichts an, wie ich innen drin fühle, selbst wenn, warum muss es immer gleich sowas sein, also warum muss immer alles, was man macht, irgendwas Tieferes im Hintergrund so dahinter haben, wie von wegen, ich wäre lieber eine Frau. Man kann sich aber halt einfach schminken so. Ja. Du machst halt einfach dein Ding und dann war's das. Da muss ja nicht immer irgendeine Intention oder irgendwas hinterstecken. Nee, so, ich will jetzt lieber das oder hier und da. Aber das wollen die Leute halt viel. Das merkt man irgendwie auch im Internet oder so, dass viele einfach dieses Label irgendwie brauchen, um irgendwas einordnen zu können, was sie vielleicht auch nicht verstehen. Ja. Aber nur dadurch, dass man jetzt irgendwas raufklatscht, irgendein Begriff, heißt es ja nicht, dass es dann irgendwie versteht. Also macht überhaupt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Das Ding ist, warum wir überhaupt dieses Video drehen, weil wir waren heute essen, weil ich jetzt gerade in Köln bin und haben wir ein bisschen gequatscht und irgendwie sind da so diese Topics hochgekommen und ich hatte halt irgendwie Lust darüber zu quatschen und Fabi und nachher machen wir dieses Video. Im Endeffekt soll es darum gehen, dass man sich nicht so in Schubladen stecken lassen soll und dass man sich selbst nicht so in eine Schublade stecken soll und sich so versucht einzuordnen. Und sich auch nicht so unter Druck setzt. Weil ja, aber das schränkt einen so ein. Genau, und man macht sich dann, finde ich, selber so einen Druck, wenn so viele Fragen, so, ja, bist du jetzt schwul, bist du lesbisch, was ist denn jetzt so? So, ja, fuck it, keine Ahnung, aber man lebt einfach und macht sein Ding und macht einfach das, wo man sich nachfühlt. Entweder schminkst du dich als Typ oder gehst als Mädchen komplett ungeschminkt raus. Oder du wie auch immer. Und es ist alles mischen. Es ist so egal, du brauchst einfach keine Angst haben und dir keinen Stress machen, dass du dann, wenn du das so und so, wenn du als Typ dich schminkst, bist du schwul. So, hä? Das hat einfach halt nichts miteinander zu tun. Ja, du kannst der heftigste Player sein. Ja. Benutzt Concealer, weil niemand Augenschatten haben will, ist einfach so. Ja, irgendwie wollten wir das Video mal so raushauen und ich hoffe, keiner fühlt sich da irgendwie angegriffen. Ich finde, das ist schon schwer. Ich habe schon selbst Angst, obwohl ich total tolerant bin, so welche Begriffe zu benutzen, sobald ich das Wort Transsex und sowas in den Mund nehme, muss ich gleich aufpassen. Und was weiß ich was, weil ich immer Angst habe, dass irgendjemand einem probiert, irgendwas zu unterstellen und irgendwie ist, oh, der ist gegen das und der hat das ja auch so ein Trend gesagt, gekommen, so. Ne? Ja, immer gleich dieses, wie nennt man, bashen oder so. Ja, was hätten wir denn aber für eine Intention oder einen Grund dazu? Aber du weißt, Internet und so, da halt immer so ein bisschen Panik, aber seid so, wie ihr sein wollt, zieht euer Ding durch. Ganz egal, auf wen ihr steht, auf was ihr steht. Einfach machen, einfach dein Ding durchziehen. Ist so. Und versuchen, nicht so vorurteilsmäßig gegenüber anderen Leuten aufzutreten. Ja, aber ich kenne das manchmal sogar von mir, dass ich dann, dass ich dann also so denke, ist wie ist denn jetzt, wie tickt der war und will den irgendwo reinschieben und dann denke ich so, nee, komm, mach mal so einen Step back. Ja, ist normal, weil, also nobody is perfect, so wenn ich manchmal Leute, denke ich mir auch so, okay, warum verhält es sich so oder was weiß ich was und dann denke ich mir im nächsten Moment so, okay, du weißt nicht, was ist so. Ja. Jeder kann irgendwas haben und es gibt so viele Vorurteile, die man gegenüber anderen
selber manchmal hegt, wo man sich manchmal an die eigene Nase fassen muss und denken muss, okay, nein. Aber das waren so Vorurteile gegenüber Schwulen, die uns so aufgefallen sind, beziehungsweise gegenüber Homosexuellen. Ich möchte auch nicht, dass immer nur als auf Schwule bezogen wird. Es gibt ja noch die Lesben und die Transsexuellen und was hier gibt es LGBTQ+. Haben wir alle eingegriffen. Das ist für alles andere, was uns noch gibt. Gut, ja, weil ohne Witz. Ich brauche nicht einen Begriff für jedes eigene Lebewesen, was irgendwie sein Ding macht. Und ja, weil so grenzt du dich ja selber ab, wenn du dir diese Gruppen bildest. Alles so one big family. Es gibt jetzt noch ein weiteres Video auf Fabis Kanal. Das ist ein bisschen weniger kopfdieb-mäßig, denn ich habe einfach nur sein Make-up gemacht. Also jetzt noch nicht, aber ich mache so Cake-Face-Boy-Make-up. Wahrscheinlich sieht er gleich einfach aus wie ich. So okay. Schön. Ja, Freunde, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Vergesst den Fabi nicht zu abonnieren, wenn ihr dort vorbeischaut. Und dann bis gleich. Achso. Social Media, ne? Wenn er in den Fokus verlegt. Nur damit du Bescheid wisst. Weil da gibt's noch mehr Gedanken. Oh ja, deep down. Ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, man hat halt immer so die Liste runter. Folgt mir da, folgt mir da, folgt mir da. Ja. Die Leute wissen gar nicht, warum überhaupt, was man da überhaupt macht. Ja, stimmt. Weißt du, weil Twitter ist so, Twitter äußere ich immer meine Gedanken. Aber ich finde, da hat man auch so eine richtig krasse Connection immer, weil da sind so die krassesten Leute, finde ich. Ja, Twitter ist so Gedanken äußern und sowas irgendwie, what's on my mind. Snapchat ist irgendwie so behind the scenes, am Tag mit. Instagram ist so, ich versuche die schönsten Momente meines Tages, die Highlights festzuhalten irgendwie in einem geilen Bild. Enjoy. Also alles hat Enjoy seine Daseinsberechtigung. Enjoy Social Media. Ja! Tschüss! Nee, ich hab da gar nichts mehr zu sagen. Nee, da kommt noch so Dünnsches raus, sowas, was niemand hören will.